Im Blumentopf krabbelt es mal wieder. Die Trauermücken haben sich vermehrt. Die Minimücken stechen nicht und werden auch nur eine Woche alt. Aber jedes Weibchen kann bis zu 200 Eier legen. Die Mückenlarven entwickeln sich in der Erde. Sie knabbern an Wurzeln und toten Pflanzenteilen, machen aber nur geringen Schaden. Was hilft gegen Trauermücken? Gelbtafeln fangen die herumfliegenden Tiere. Mehrere Streichhölzer kopfüber in den Boden gesteckt, töten die Larven durch Schwefel. Eine Schicht aus Quarzsand verhindert die Eiablage. Was können wir noch tun? Nützliche Nematoden ausbringen und hochwertige Blumenerde benutzen. Wenn wir nichts machen, schlüpfen noch mehr Mücken und dann passiert Folgendes.